buddy. Richtig geil.
Howdy, ma'am. Howdy. Gentlemen. Howdy. Howdy, sir. Howdy. Hello. Wurde mir gesagt, ich könnte den für bis zu 250 Dollar loswerden. Howdy. Howdy. Howdy, sir. Howdy. Und ist hier viel los? Ja. Weißt du, jetzt gut was los. Mhm. Kann ich Ihnen helfen, oder? Ich möchte gerne mein Pferd verkaufen, aber privat. Mein ungarisches Halbblut. Oh ja. Mein Kollege ist gerade beschäftigt damit, weil er, wie gesagt, er kennt sich da ein bisschen besser aus. Ich bin erst seit 2 Tagen hier. Also vielmehr, ich arbeite erst seit 2 Tagen hier und ich kenne mich halt noch nicht da so gut aus. Okay. Weil hier der Herr, der wollte sein Pferd auch, das ist auch ein Halbblut. Ach so, okay. Und der wollte ihn auch was, irgendwas mit 200 verkaufen und das ist schon ein bisschen zu viel. Welcher Herr? Hier der Herr, die hier vorne stehen. Ach so. Wie gesagt, fragen Sie mal. Oh. Was machen Sie denn? Gottverdammt, was ist denn mit Ihnen los? Geil. Oh, das war ein Muskelzucken, sorry. Nee, wie gesagt, mit dem Pferd, gehen Sie da am besten mal zu meinem Kollegen hin, wenn er dann fertig ist. Da kann ich Ihnen am besten weiterhelfen. Mach ich, Sir. Zu Ihnen komme ich nicht mehr, Sie greifen mich an. Ja, ja. Los, auf die Weide, Silber. Ah. Wer möchte sein ungarisches Halbblut verkaufen? Der Herr hier vor mir. Wie viel? Also, es wurden mir jetzt 2 verschiedene Preise gesagt. Ich würde den Startpreis mal so bei 180 Dollar anlegen. Trainiert? Untrainiert, aus der Wildnis. Aber sehr schönes Exemplar. Ja, habe ich ja auch, deswegen. 180 ist zu viel, Sir. Sag ich Ihnen jetzt direkt. Ja, man kann ja verhandeln. Das kann ja tiefer lang, wenn mein englisches Vollblut viermal trainiert. Wie viel würden Sie denn anbieten, wenn Sie den kaufen wollen? Ja, das, ich guck mal nach. Weiß ich gar nicht, aber ich hab den ja selber. Will den auch verkaufen. Und für wie viel verkaufen Sie? Oh, noch kein Festpreis, aber das, was Sie wollen, ist ein bisschen zu viel. Also eher so 150 oder? Nee, noch etwas runter. Den können Sie fangen, wissen Sie? Solange Sie ein Pferd fangen können, können Sie das nur an jemanden verkaufen, der gar keine Ahnung hat. Also Sie müssten im Prinzip jemanden übers Tisch ziehen. Und das wollen Sie doch nicht, Sir. Nein, nein. Mir wurde in Blackwater nur gesagt, es wäre sehr wertvoll und habe ich hier mich nochmal beraten lassen und hier war der Preis so zwischen 150 und 170 Dollar. Also, ich weiß auch nicht, anscheinend wissen selbst die Stallbesitzer und Stallmitarbeiter nicht richtig, wie wertvoll so ein Pferd ist. Das Problem ist, Sir, Sie müssen das so wissen, wenn die Nachfrage groß ist, dann ist der Preis nicht so hoch, verstehen Sie? Wenn die Nachfrage groß ist, wird der Preis so hoch sein. Natürlich, verzeihen Sie. Ich bin gerade neu aufgewacht. Wenn die Nachfrage hoch ist, natürlich, dann ist der Preis hoch, aber die Nachfrage ist bei dem Pferd nicht hoch. Nee. Ich habe bis jetzt kein Gefühl gesehen, der mir gesagt hat, er will dieses ungarische Halbblut haben. Also, ehrlich gesagt, mich haben schon 2 Leute gefragt, aber das war, bevor ich dieses Pferd hatte. Ach so, also bevor sie das hatten. 2 Leute hatten gefragt, ob sie ein ungarisches Halbblut kaufen können. Ich meine, wenn sie es für 150 verkaufen, wir müssen das immer so sehen, wenn jemand bereit ist, dafür so viel Geld auszugeben, dann ist er bereit dafür, weil er es
weil er das Pferd gerne möchte, weil er es selber nicht fangen möchte. Sie wissen, wie das ist. Nicht jeder möchte gerne ein Pferd fangen. Ja, das verstehe ich. Deswegen kann man jetzt, glaube ich, man kann, glaube ich, nie unbedingt sagen, wie teuer so ein Pferd ist oder nicht. Ich meine, im Stall kosten die, glaube ich, weiß ich nicht, 200, 300, weiß es nicht genau, oder mehr. Aber es gibt halt einige Pferde, die man fangen kann, und das gehört leider dazu, ne? Ja, ja. Ich finde das, also ich finde das Pferd auch schön. Na gut, danke für Ihre Einschätzung, auf jeden Fall. Kein Problem, Sir. Dann werde ich vielleicht bei 150 starten und dann runterhandeln, vielleicht bis 100. Ja, machen Sie das, Sir. Aber fragen Sie diesen alten Mann, eigentlich müsste der sich ein bisschen auskennen. Ja, den hatte ich ja gerade gefragt. Er meinte 150 bis 170. Hm, okay. Erstmal, ich muss weiter. Audi. Audi. Ein Halbmensch, ein Pferd und dann Esel gemischt. Alles gut. Ja. Warum knien Sie sich hin, Madame? Weil ich mich mit dem mir? Jungen unterhalte. Achso, verstehe. Alle knien sich immer hin, ich weiß auch nicht wieso. Weil du klein bist. Weil es angenehmer ist, dir in die Augen zu... Ich bin ein Junge.
chill, chill. Alter, du verdammter Hurensohn, Alter. Dumm zum Treff. Yeah.
Quatsche. Tja, guck mal, 4 Stück, Alter.
G'day. Howdy, ma'am. G'day, sagte ich. Weiß. Good morning, sir. Good can't prove it, but the bank's stealing my money. I swear, every time I walk out of there, my ledger's lower and lower. Shoot, that don't surprise me one minute. Xin-san, chou-san. Hello. Levi's cropped short again. Oh, hello there. Wonder what they'll say this time. Huh.
ich möchte ihn außerdem mal, ja, ein
Ja, also dass ich jetzt nicht eine ganze Stadt mitnehmen kann, das war mir klar, aber ein einfaches Zelt für $2, dass das nicht auf das Pferd hinten drauf passt, das war mir jetzt irgendwie... Aber wie würden die Sheriffs von hier sagen? Howdy, Sir. Kann man Ihnen dabei helfen? Nee, Sir, da können Sie mir nicht dabei helfen. Ach, der Mann, der... Kunde, ne? Ja. Genau. Große Grundschule. Ja. Eine Büchse sollte ich hier noch sagen. Der Herr Wave kennt mich schon. Grüße.
evening. Wie soll ich den Bär bringen, Sir? Ja, und dann? Sicher. Wie ist der Name, Sir? Gentleman. Ja? Leland Sortelmeier, Sir. Gentlemen. Guten Tag, der Herr. Howdy, Sir. Dreckswetter wieder. Ja. Dann geht einfach weg. Kennen Sie ihn? Nein, aber wir haben gerade eigentlich ein bisschen miteinander gesprochen. Und dann geht er einfach, ohne wenigstens auf Wiedersehen zu sagen. Sir, das ist der Wilde Westen. Das ist aber der Wilde Westen, Sir. Nicht jeder ist freundlich. Endlich ernähre ich meinen Bauch nicht. Sagen Sie, ich habe mir vorhin einen Hund gekauft. Okay. Wissen Sie, wie ich den Hund rufen kann? Ob er mit seinem Essen angelockt wird? Nee, tatsächlich nicht. Verdammt.
Sagen Sie, wissen Sie, wo ich Whisky besorgen kann? Haben Sie es mal im Salon versucht? Hier in Valentine? Na, ich schau mal nach. Und Sie? Habe ich noch nicht nachgeschaut, warten Sie. Ich gehe einmal rüber und schau mal nach. Haben Sie das, Sir? Ich glaube, ich muss mal in St. Denis schauen, ob es da vielleicht Whisky im Salon gibt. Hm. Natürlich. Hola, señores. Howdy. Guten Abend, Sir. Oh, señor, passen Sie auf. Der Mann spielt mit dem Feuer. Ah.
Ich weiß ja nicht, wie ich sitzen soll, verdammt. Sir, wie heißen Sie zu meiner Rechten? Erwin Schmalz. Sind Sie neu? Ja. Schon nur eine Woche oder länger. Verstehe. Wie ist Ihr Name, Sir? Entschuldigen Sie, ich war gerade abgelenkt. Nichts, mein Name ist Draco Jackson, Sir. Draco Jackson. Freut mich, Sie kennenzulernen. Danke, Sir. Na, ich habe gerade eine Brieftaube erhalten, dass mein Pferd fertig sei. Trainiert. Fertig trainiert, oh Mann. Ich treffe mich jetzt mit der Frau Peters hier am Lagerfeuer. Ich bin schon da. Wo ist die Frau? Ja. Komm immer zu spät, ne? Ich habe die Taube nicht gesagt. Okay. Na, sie wird mit Sicherheit jetzt in den nächsten Minuten auch kommen. Natürlich. Hallo. Guten Tag. Hätte jemand ein Pferd für mich, das ich mir ausleihen könnte? Da geht's denn gut. Ja. Ich muss noch Black. Sie sollten in den Städten die Masken ausziehen. Wäre besser. Hier ist kein Karneval. Ich habe die offizielle Erlaubnis, eine Maske zu tragen. Wieso das denn? Ich bin der Henker. Achso, ich kann Ihnen tatsächlich aber kein Pferd anbieten, derzeit. Ich würde ihm auch nicht das Genick brechen, versprochen. Ich brauche es tatsächlich selber und da kommt es gerade. Howdy, Gentlemen. Verstehe. Schade. Sir, haben Sie vielleicht ein Pferd für mich, das ich ausleihen könnte? Nein, Sir. Fangen Sie sich doch eins. Hallo, Entschuldigung. Ich habe kein Lasso. Dann kaufen Sie sich ein Lasso. Ja, natürlich. Haben Sie meine Taube erhalten? Ich habe kein Abo-Gut bei mir. Außer dieses eine Messer und meinen Fäusten. Oh, es tut mir leid. Dann müssen Sie arbeiten gehen, Sir. Nun, für meine Arbeit. Müsste aber jemand an die Galgen. Meine Nummer ist die. Dann will ich mal zu den Sheriffs gehen. Vielleicht haben die da. Wollte ich ja. Deswegen muss ich nach Blackwater. Ich muss zu Sheriff Knox. Ist er nicht hier? Nein. Mir wurde berichtet, er ist Richtung Blackwater. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, Sir. Alles klasse.
ja? Der redet. Yes. Ja, man. Verzeihen Sie. Gehören Sie hier zum Stall? Nein, Ma'am. Ma'am, was brauchen Sie? Ich wollte mal fragen, kann man bei Ihnen auch Hunde kaufen? Ich suche einen Hund. Nein, Ma'am. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen, wo man sich einen Hund holen kann. Okay. Howdy, sir. Howdy. Thank you.
treffen. So, was brauchen Sie? Da hinten. Da liegt eine Leiche. Könnten Sie mir helfen, ein Loch zu buddeln? Nein, Sir. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Sheriff Philip North got himself run out of town by his own people. Ho ho. Keep that wood coming! Gottverdammt. Wieso? Dann hätte ich mich bei Ihnen melden können. Ach, alles gut. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe hier in Valentine leider auch noch kein Geld mehr. Deswegen verkaufe ich jetzt hier zwei Whisky und ein Bier. Wo haben Sie den Whisky? Wo haben Sie den Whisky denn her, der Herr? Den habe ich von einem Bauer. Wo? Im Süden. Von einem Bauer im Süden. Brauer. Nicht Bauer. Ah. Er macht das Zeug selber. Der hat ja auch früher den Salon beliefert. Verstehe. Na gut, Jan. Einen angenehmen Tag. Bitte genau. Vielen Dank. Audi. Könnten Sie mir vielleicht behilflich sein? Woher denn? Ich bin hier neu und bin auf der Suche nach einem Pferd oder Bewaffnung, je nachdem, wie man hier an ein Pferd rankommt. Hört sich ein Zwang, Sir. Einfach ein Lasso. Wo finde ich ein Lasso? Sie mit. Weiß ich nicht. Er soll eigentlich nur Leute hängen am Galgen, verdammte Scheiße.
diesem Schrank, Sir. Ah, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wo findet man denn hier Pferde? Suchen Sie, Sir. Einfach in der Natur. Einfach in der Natur, Sir. Alles klar, dann werde ich mal auf Fang gehen. Natürlich, Sir. Machen Sie das. Ja. Seien Sie vorsichtig. Schönen Tag. Gleichfalls, Sir. Dann gehen Sie mal nach Saint-Denis. Da stehen die Weiber auf Schweiz und Männer mit Schweinsmasken auf dem Kopf. Hallo, die Herrschaften. Warum sind diese Frauen heute nicht schwimmen lassen?